Wir haben große Ziele, kleiner Amigo. Ich rede von Werbeverträgen, Talkshows, Jahrmärkten. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Heute habe ich euch einen Animationsfilm mitgebracht und diesmal sind es eben die Schnecken, die hier die Hauptrollen übernehmen. Turbo ist eine kleine Schnecke, hat gar keine Lust, im Tomatenbeet mit seinen Kollegen weiterzuarbeiten, sondern träumt von einem großen Rennen in Indianapolis 500. Durch einen Unfall wird er auf einmal auch rasend schnell, also so eine Turbo-Schnecke, daher kommt dann auch der Name, schließt sich mit ein paar anderen Rennschnecken zusammen und lebt den Traum vom Indianapolis 500. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier. In all meinen Jahren im Motorsport habe ich noch nie einen so ungestümen und talentierten Fahrer gesehen. Was ist das? Aus dem Nichts. Prescht ein Nobody hervor und fordert Gandhi heraus. Und wie es aussieht, ist der Sieger Turbo! Oh, Wahnsinn! Hier die Wiederholung! Willkommen zurück, Rennfreunde. Hier ist der neue Star des Indy 500, Guy Gagnier. Sagen Sie uns, Guy, warum sind Sie Rennfahrer geworden? Wissen Sie, Dan, für jeden gibt es diese eine Sache, die ihn im Leben glücklich macht. Bei mir ist das nun mal Vollgas, Vollgas, Vollgas. Geh, bitte noch eine einzige Frage. Sehen Sie auch im nächsten... Theo! Ja, der hübsche Kerl auf dem Blatt. Gehst du jetzt bitte endlich ins Bett? Machst du Witze? Nach so einem Rennen brauche ich Stunden, um wieder runterzukommen. Klar, was sonst, okay. Geh, damals als blutiger Neuling bei den Indy Lights, haben Sie je davon geträumt, heute hier zu stehen? Nun, wie sagte mein Vater doch immer so schön zu mir, kein Traum ist zu groß und kein Träumer zu klein. Ins Bett! Ich bin ja ein großer Fan von Animationsfilmen und auch DreamWorks hat ja schon die ein oder andere Perle rausgebracht und so bin ich dann auch richtig turbomäßig gespannt ins Kino gegangen, um mir dann Turbo auch anzuschauen. Die Animationen sind gewohnt toll, auch bei DreamWorks, auch die 3D-Effekte, gerade bei den Rennszenen, sind atemberaubend. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Auch gerade der Anfang des Films ist saustark. Da im Tomatenbeet, da gibt es schon so einen Running Gag, der immer wieder kommt. Ja gut, Dominik, deswegen ist es ja auch der Running Gag. Der einfach richtig geil ist. Also da lache ich wirklich mich schäbig, wenn ich das sehe. Und da sind auch so ein paar kleine satirische Elemente drin, die finde ich großartig. Zwischenzeitlich wird der Film dann aber auf einmal so ein sehr kindgerechtes Ding. Das finde ich gar nicht schlimm, weil ich finde es toll, wenn es kindgerechte Filme gibt. Aber bei einem Animationsfilm erwartet man dann eben ja doch, dass es auch was für die ältere Generation ist. Und dafür ist er viel zu glatt, viel zu naiv und einfach viel zu geradeaus. Man weiß eigentlich nach 15 Minuten, wie wird wohl dieser Film sein und hakt dann immer nur so eins nach dem anderen ab und weiß, okay, diesen Film hätte ich auch schreiben können. Und das ist halt ein bisschen nervig, dass dadurch, dass der Film einfach gar keine Spannung mehr mit sich bringt, wenn man alles weiß und deswegen auch sehr überraschungsarm ist, da reicht es dann auch nicht, wenn es schöne Animationen gibt. Was Animationsfilme aber eigentlich so besonders macht, ist, dass wenn man so eine Figur so, ich will dich in den Arm nehmen, ich will dich lieb haben. Wenn man das kann, ne? Wenn man jetzt mal überlegt, so Toy Story, Monster Uni, einfach unverbesserlich. Wie die Filme alle heißen, Drachenzähmen leicht gemacht hier, ohne Zahn. Das ist ein Drache, der sagt, oh, den möchte ich mit nach Hause nehmen, ich möchte auch so ein Haustier haben. Und dieses Gefühl habe ich bei Turbo einfach nicht. Ne? Da sind mir ja, die Schnecken, würde ich alle jetzt nach wie vor noch aus dem Garten werfen. Da ist kein Bezug, dass ich jemanden ins Herz schließe und deswegen mitfieber. Und gerade dieses Sympathische, was die anderen Filme eben dann haben oder mit sich bringen mit den Figuren, bindet mich als Zuschauer ja an die Figuren, dass ich denen verfolgen will, dass ich mitfieber, dass ich mitleide, dass ich mich identifiziere und verstehe, was sie machen wollen. Hier weiß ich zwar, was das Ziel ist, aber ich erreiche dieses Ziel nicht emotional und kann deswegen nicht mitfiebern. Und da ist es egal, dass die Animationen toll sind, auch dass die Sprecher richtig Gas geben. Also die Sprecher sind ja doch hier im Deutschen wirklich gut. Ich merke, wie ganz viel Leidenschaft auch da reingepackt wird. Es bringt aber ja nichts, dass das Zeug einfach mich nicht berührt, wenn die Geschichte nämlich einfach nur geradeaus geht, sehr glatt ist, an einigen Stellen übersentimental, an anderen wieder dann einfach völlig emotionslos. Es wirkt wie so eine Reißbrettproduktion und das ist dann irgendwie echt schade, da fange ich ja jetzt fast schon an zu weinen in meiner eigenen Review. Ich hätte den Film gerne toll gefunden, auch gerade weil er so ganz tolle atemberaubende Szenen hat. Das Blumenbeet, die Sachen mit den Tomaten, das sind ganz viele tolle Momente, aber es reicht einfach nicht, um aus dem Kinosessel rauszufallen vor lauter Begeisterung oder danach aus dem Kinosaal zu rennen und zu sagen, BAM, das war ein geiler Film. Wer soll sich jetzt aber Turbo im Kino anschauen, sind also erstmal Schneckenfreunde, aber auch jetzt so Rennsportbegeisterte, weil man sieht eben den Rennsport mal aus einer anderen Perspektive und so verrückt es klingt, obwohl Schnecken die Hauptrollen spielen, ist das ganze Umfeld auch mit den Autos etwas realistischer als bei Cars. Ich weiß, es klingt bescheuert, weil auch hier sprechen Schnecken, aber es stimmt schon. Deswegen, wer da irgendwie Interesse hat, sollte sich den auf jeden Fall mal versuchen zu geben. Wer sollte sich den Film nicht anschauen, sind alle, die sagen, ey, wenn
ich mir schon einen Animationsfilm angucke, dann möchte ich auch als über 15 oder 16 oder 17, 18-Jähriger mehr angesprochen werden, dass ich eben jetzt nicht nur so jugendlich bin oder sogar sehr kindlich, da das bringt der Film irgendwie gar nicht und deswegen sollte man sich den Film dann auch nicht im Kino anschauen. Meine persönliche Bewertung von Turbo sind deswegen 5 von 10 Punkten. Er sieht toll aus, er ist auch schon in gewisser Art und Weise mit Liebe gemacht, die auch bei mir ankommt, aber es überzeugt mich nicht. Ich habe keine der Figuren lieb und deswegen ist es für mich einer der schwächeren Animationsfilme des Jahres und da bleibt mir nichts anderes übrig, als eine durchschnittliche Bewertung, nämlich 5 von 10 Punkten, auszupacken. Hat euch die Review gefallen, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr sagt, ey, deine Filmmeinungen, die sind so fantastisch, könnt ihr das sogar mal teilen, wenn ihr Bock habt. Das habe ich noch nie gesagt. Teilt doch mal die Review, wenn ihr sie gut fandet. Wer aber sagt, nö, ich will einfach nur mehr sehen, der bekommt ja wie immer hier drüben eine neue Review zu Gesicht. Ihr könnt auch abonnieren, aber das wisst ihr ja alles. Wem sage ich das? Instagram, Twitter, Facebook gibt es auch in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann bald wieder bei einer neuen Filmkritik hier in der Filmfabrik mit mir, dem Dominik.